Es ist Tradition, dass ich den letzten Vortrag halte und das fortführe, was wir hier im Symposium gemacht haben und anknüpfe an dem, was dann der Hartmut schon sagte, Energiemedizin, wie es jetzt ist, was ist aktuell, an das, was wir gehört haben. Und wie wird es denn vielleicht auch weitergehen? Das weiß ja keiner von uns, wie es genau weitergeht. Das war so ähnlich wie mit dem Mauerfall. Das hat auch keiner so richtig geahnt, dass das so ganz schnell geht. Ich habe mal 150 Liter Bier mitgewonnen. 1988 mit einer Wette, dass innerhalb von 2 Jahren die Mauer fällt. Da war ich damals noch bei der Bundeswehr im Ministerium und da haben wir mit dem Informations- und Pressestab gewettet. 2 Mediziner gegen den ganzen Informationsstab, ja, also lauter IG-Leute. Und dann haben die gesagt, Doktor, ne Doktor, ja, liest du keine Zeitung? Nach einem Jahr, 89, fiel die Mauer, sind wir dahin, haben wir gesagt, wir hätten gerne die 150 Liter Bier. Wir haben keine Zeitung gelesen, aber wir hatten recht. So, deshalb weiß keiner, was so richtig ist. Ich weiß nicht, was in den nächsten 5 Jahren passiert. Ich gehe davon aus, dass sich manches so schnell entwickelt wie der Mauerfall. Das ist nichts, was sich langsam entwickelt. Ne? Und so eine Mauer fällt auch nicht so. Also es werden noch einige Sachen, zum Beispiel das Umkrempeln der Krankenversicherung, das wird auch nicht langsam gehen. Da, wo Lobby ist, geht's nicht langsam. Da geht's nur mit Revolution. Deshalb denke ich, es wird vielleicht auch noch ein paar Revolutionen in der Energiemedizin geben. Als wir das Programm gemacht haben, haben wir gesagt, wäre vielleicht ein ganz gutes Thema, Energiemedizin der Zukunft draufzuschreiben, wie immer. Man hätte, also es geht um Medizin der Zukunft letztlich. Man hätte das auch erweitern können und hätte sagen können, Energiemedizin ist die Medizin der Zukunft. Da sind wir schon mal weiter. Wenn man noch ein bisschen weiter geht, sagt man, es ist Energie- und Informationsmedizin. Also solange wir Energie und Information noch trennen, sprachlich, muss man sie auch beide erwähnen bei der Medizin. Vielleicht sind wir in 10, 15 Jahren so weit, dass es nur einen Begriff gibt. Entweder Energie oder Information. So wie Welle und Teilchen. Wenn man will, kann man es spalten, wenn nicht, sieht man halt nur Licht. Und dann könnte man noch weitergehen. Wir können sogar sagen, wir arbeiten ja mit dem Bewusstsein. Denn was nützt die ganze Medizin mit Energie und Information, wenn ich kein Bewusstsein habe, das es umsetzt? Also Energie-, Informations-, Bewusstseinsmedizin. Ich denke, dass wir da irgendwie hinlaufen. Es gibt auch Leute, die das, was sie machen, Bewusstseinsmedizin schon nennen. Aber das trifft das auch nicht so ganz. Ich habe mich jetzt mal für Energie- und Informationsmedizin entschieden, um das zusammenzufassen, um nicht immer diesen ganz langen Begriff zu brauchen. Wir haben uns jetzt 1,5 Tage unterhalten mit vielen Sachen. Was immer wieder vorkam, war, dass wir als Hauptelement Information haben. Dass selbst zwischen Atom, Kern und Elektron riesig Platz ist, aber Information ist dazwischen. Information braucht also keinen Raum, braucht keine Masse, braucht nichts. Kann ewig kalt sein, also selbst beim Nullpunkt Kelvin, -273,15 °C, ist saukalt. Das ist so kalt, dass die Elektronen stehen bleiben. Aber die Information ist trotzdem noch da. Dieses Nullpunktfeld ist da. Nun sind wir warm genug, mit 37 Grad bräuchten das Nullpunktfeld nicht, aber es ist trotzdem da. Das heißt, und diese Information, die wirkt auf den Körper und auf den Geist und auf die Seele. Und deshalb müssen wir schon unterscheiden, wo setzen wir das denn ein? Und wenn Sie so Geräte anschauen, wie das ERI oder den Time Wafer oder was immer wir da haben, Sie kommen ganz schnell in einen Bereich, wo Sie gar nicht mehr genau wissen, wo wirkt denn das? Denn wenn Sie den Körper ansprechen, haben Sie vielleicht ein Problem auf der Seele. Selbst hier beim Richards-Klopf-Kurs, ja, sind Sie ganz schnell im Bereich der Seele. Und was macht denn der Geist in der Zeit? Und wenn wir in die Kaskade reingehen und sagen, wir haben Symptome und wir haben eine Ursache der Symptome und wir haben einen Grund für die Symptome, haben Sie auch wieder alles beieinander. Also müssen wir lernen, das grenzenlos zu sehen. Und nicht so sehr auf den einen oder anderen Bereich einfach nur rüber zu stülpen. Wenn Sie Energiemedizin googeln oder sich da mal auseinandersetzen, es gibt eine etwas über 4000 Mann starke Facebook-Gruppe, Energiemedizin, Energy Medicine Exchange. Und wir haben eine Liste, einen Katalog gemacht, energiemedizinischer Verfahren. Da sind über 250 Verfahren rausgekommen. Ja, da ist also auch Steine und Heilen und Prana und wie sie alle heißen, das sind ja die bekannten, aber es gibt da unendlich viele nicht so bekannte. Also alles, was in irgendeiner Form mit Informationen, Energie in den Körper oder den Geist oder die Seele eingreift, ist therapeutisch wirksam.
oder zumindest zur Wirkung zu bringen. Wenn man sich die Geräteseite betrachtet oder auch ein Verfahren, das entwickelt wurde, muss man aber sagen, dass ein Gerät oder ein Verfahren immer nur so gut ist wie der Entwickler. Das heißt, wenn ein Mensch mit bösen Gedanken, ich sage es mal jetzt ein bisschen primitiv, ein Gerät entwickelt, werden sie das nicht mehr los. Oder wenn bei einer Geräteserie sozusagen der wohlmeinende Entwickler abtritt, aus welchen Gründen auch immer, und das andere Leute übernehmen, wird diese Energie sich auf diese Geräte auswirken. Man hat es beim Granderwasser gesehen. Als der alte Grander weg war, haben die gängigen Grander-Teile nicht mehr so richtig funktioniert. Die hatten eine deutlich schlechtere Energie. Das gibt's immer wieder. Und das ist diese Verknüpfung mit dem Bewusstsein. Das Bewusstsein des Entwicklers ist halt damit drin. Und dann dauert es ein Stück, bis die nächste Generation so weit ist, das zu übernehmen. Das ist das von der Entwicklerseite her. Dann gibt es aber auch noch den Anwender. Und da geht das Gleiche. Gerät und Verfahren ist immer nur so gut wie der Anwender. Nicht nur was das praktische Können betrifft, sondern auch was er damit macht. Auch die Intention.